Hallo und herzlich willkommen zum Zimmerduell. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Wer ist die Erste beim Frühstück? Ja, ist direkt die erste Übereinstimmung. Yes. Ja, ich schlafe ein bisschen länger. Ich komm immer am Ende eigentlich. Ja, und dann bin ich schon fertig. Zweite Frage. Wer von euch beiden hat morgens die bessere Laune? Hast du schon? Mhm. Denk richtig nach. Ja, leider keine Übereinstimmung. Hast du dich genommen? Nein, ich habe beide genommen. Also keine hat gute Stimmung, oder? Was hast du genommen? Ich habe mich genommen. Ich bin eigentlich immer gut drauf. Okay. Ja. Enttäuscht. Wer verlässt als Letzter die Mannschaftsparty? Wir hatten noch keine, aber ich weiß, was ich nehme. Was? Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Ja, beide. Ja, wir sind zusammen. Immer die Letzten. Ja. Wer von euch beiden verbringt mehr Zeit auf Instagram? Nächste Übereinstimmung. Yes. Wir sind im Game. Seid also auf Instagram zu Hause oder gar nicht? Doch, zu Hause. Beide, aber ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, sie ist mehr aktiv auf Instagram. Oh. Wer von euch beiden trinkt mehr Kaffee? Ah, leider keine Übereinstimmung. Ich trinke gar keinen Kaffee. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, ob du trinkst oder nicht. Und ich war gerade am Denken, ob du schon einmal Kaffee getrunken hast. Ich habe auch. Ich habe so gesagt, oh mein Gott. Hast du schon mal gesagt, ich trinke Kaffee? Nie. Egal. Ich weiter geht's. Ja. Nächste Frage. Wer von euch beiden ist kindischer? Nächste Übereinstimmung. Yes. Das war klar. Warum war das klar? Ich bin doch auch jünger. Ja, weil Rio immer so einen Blödsinn macht. Das nennt man Spaß, aber gut. Ja, ich weiß. Ach ja, ich weiß. Wer von euch beiden ist die größere Romantikerin? Ah, leider keine Übereinstimmung. Was hast du genommen? Beide. Ich hab gedacht, dich. Ich bin, aber du bist auch. Rio. Wer legt mehr Wert auf seinen Style? Hast du schon? Ja. Ich glaube, das ist eindeutig. Ja? Ja. Ja, nächste Übereinstimmung. Ja. Oh, korrekt. Danke vielmals. Ja, ich denke, du hast mehr Schuhe und so, weißt du? Ja, aber du hast auch guten Style. Also, dass ich es gesagt habe. Ja. Eigentlich heißt beide. Heißt ja nicht, dass sie keinen guten Style hat, sondern du legst einfach mehr Wert drauf. Ja, voll. Okay, mehr Wert drauf, das ist vielleicht, ja. Wer von euch beiden hat mehr Bock auf Konditionstraining? Keiner Bock drauf? Hast du geantwortet? Ja. Ich auch. Nächste Übereinstimmung. Sehr gut. Keiner hat Bock auf das. Wer von euch beiden suchtet mehr Netflix? Oh mein Gott. Nächste Übereinstimmung. Wir sind gerade an derselben Serie. Oh mein Gott, das ist so krass. Und durchsuchten. Ja, welche Serie ist das? Vampire Diaries. Das habe ich vorgeschlagen, weil ich das schon mal geguckt habe und... Dann wollte ich jetzt nochmal anfangen und dann hat Rio gesagt, ich will das auch. Und dann hat sie angefangen und sind wir jetzt beide süchtig. Und irgendwie jede Zeit, wo ich ein bisschen so 10 Minuten Zeit habe, direkt gucken einfach. Aber ist ja zum Glück nicht gesundheitsgefährdend. Je nachdem, vielleicht will man ein Vampir sein. Wer von euch beiden ist der größere Hitzkopf? Auf dem Platz oder? Im Leben. Ah, beide keinen Hitzkopf? Nee. Oder beide ein großer Hitzkopf? Nee, beide keinen, oder? Also, ich würde auch sagen, keine Hitzköpfe. Ja. Wer von euch beiden ist Schwiegermamas Liebling? Ah, leider keine Übereinstimmung. Was? Ich habe mich selber genommen. Du bist wohl... Was? Hä? Warum ich nicht? Ich weiß nicht. Ich habe es einfach nicht genommen. Dann nimmst du doch beide. Ja, stimmt. Sorry. Ich habe nicht so weit überlegt, weil eigentlich bist du auch, ja, gut. Wer von euch hat mehr Angst vor Geistern? Hast du schon? Nein. Du? Nein. Nächste Übereinstimmung? Ja. Wir sind ein bisschen ähnlich, gell? Ja.
Also schon ein bisschen Angst, aber das ist jetzt nicht... Ich glaube nicht, dass es das gibt, um ehrlich zu sein. Deswegen. Ja. Wer ist die schlechtere Verliererin? Also beide gute Gewinner? Ja, und schlechte. Und schlechte Verlierer. Vorletzte Frage. Wer würde eher im Dschungelcamp mitmachen? Das ist eindeutig gewesen. Keine. Leider keine Übereinstimmung. Hast du keine? Ja. Ich würde mitmachen. Sarah? Was? Jetzt ganz ehrlich, was habe ich dir mal gesagt? Wenn du die Chance hast, meld mich an. Aber ist nein, da nicht so viele Spinnen? Ja, so? Aber ja, ist halt ich habe doch letztens eine Spinne auf sein Zimmer geholt. Hä? Ja, aber es geht nicht. Nein, sorry. Ich habe immer gesagt, wenn jemand die Chance hat, dann meldet mich an bei Dschungelcamp. Aber ja, nach das der Karriere. Ich habe jetzt vergessen. Ich habe eher so an Spinnen gedacht. Und das ja, aber meine. Gut. Auch andere Serien? Ja. Es gibt ja Are You The One? Ja, keine Dating-Serien. Eher sowas, was man machen muss. Genau, Sommerhaus so der Stars oder so. Ja, ich oder auch so als Couple irgendwie so eine Challenge. Temptation Island? Nee, das ist nicht. Da geht man hin, wenn man so unglücklich ist. So Quiz oder so Challenges einfach zusammen, oder? Also ja. Wer findet sich ohne Google Maps überhaupt nicht zurecht? Überleg logisch. Logisch. Okay, keine Ahnung. Ja, leider keine Übereinstimmung. Sarah, ich bin neu in Wolfsburg. Ja, okay, das weiß ich nicht. Doch, dass ich nicht jede Straße kenne. Deswegen brauche ich Google Maps. Ja. Nein, nice, sorry. Sarah. Nein, nice, sorry. Das ist so schlecht. Ja, hä? Ich habe halt gedacht, keiner kann das ohne GPS eigentlich. Ich brauche immer GPS. Ja, das war auch schon die letzte Frage. Vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, danke. Definitiv. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, die Unterschiede noch gleicher zu machen in der nächsten Zeit. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.